Servus, servus, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Wargroove für die Switch. Und ja, wir sind geflohen vor unserem Königreich, konnten es nicht anders machen und versuchen jetzt zur Kaiserin Tendri zu kommen, die uns helfen kann, ein mächtiges Artefakt des bösen Walder zu zerstören. So, wir gehen mal hier hoch, ab in den Wald. Jenseits der Heimat, die Gruppe flieht in den Finsterwald, stößt dort aber prompt auf neue Gefahren. Oh. Trespasser. Wer sind diese Eindringlinge? Wir wollen uns nicht böses, Florana. Wir müssen nur euer Land durchqueren. Ihr wollt durch den Finsterwald? Eine riskante Entscheidung. Dies ist das Land der Florana. Hier leben wir und hier jagen wir. Menschen haben hier nichts verloren. Das Königreich Kirchenstein hat vor Generationen freie Durchreise ausgehandelt. Ich weiß, wir konnten nicht oft darauf zurück, aber wir müssen es jetzt tun. Wir haben keine andere Wahl. Die kleine Dame will passieren. Und Sedge will essen. Bedroht ihr die Königin von Kirchenstein? Aha, Königin. Alberne Titel bedeuten Sedge gar nichts. Egal wie ihr heißt, letztendlich seid ihr nur Fleisch und Knochen. Sedge wird zuerst den alten Mann und als zweiten Gang die kleine Dame verspeisen. Bleibt zurück, Fremder, oder wir schlagen euch zurück. Zug 1. Dieser Wald ist so dicht und der Nebel so dick, aber wir müssen weiter. Wir sollten unseren Kampfhündchen als Speer vorausschicken. Hündchen landen kritische Treffer, wenn sich neben ihm ziehen ein weiteres Hündchen befindet. Und wichtiger noch, sie haben in diesem Nebel die größte Sichtweite. Wir sollten eines unserer Kampfhündchen auf diesen Berg schicken. Die Sichtweite einer vergrößert sich, wenn sie auf einem Berg steht. Eine gute Position also, um versteckte Gegner zu erspähen. Lasst uns vorsichtig weiterziehen. So, mir ist aufgefallen jetzt hier in dieser Folge, dass mein Logo unten links ja total beschissen hier ist. Denn, muss ich mal sagen, das verdeckt ja schon so ein bisschen die Sache. Das heißt, wir schicken es mal hier hoch, das Logo. Da stört es ja vielleicht nicht ganz so. Schauen wir mal, wie es im Kampf gleich aussieht, sonst schicke ich es noch woanders hin. Gut, schicken wir unser kleines Hündchen mal auf den Berg. Oh, da können wir sehen, die Florana. Dort, zwischen den Bäumen versteckt. Floranische Soldaten auf der Lauer. Und da wir sie nur entdeckt haben, können sie uns keinen Hinterhalt mehr legen. Ah, super. Okay. Wer ist das denn? Ah, das ist der alte Mann? Ja, okay. Dieser weise, mächtige Magier ist der rechte Hand der Herrscher von Kirchenstein. Stark gegen alle Waldgegner, okay. Treffen wir an. Emmerich. Lightning Blast! Eieiei. Okay, er ist aber auch sehr stark. Gut für uns. Kurz den letzten Plattner. Sehr gut. So, wir stellen gleich den anderen daneben. Da können wir nicht ganz daneben stellen, aber fast eben. So, wir haben noch ein Kampfhündchen. Können wir das Hündchen hier vorne hinstellen? Obwohl, dann ist er beim Gegner, ne? Vielleicht schicken wir das Hündchen erstmal. Erstmal auch hier hin. Ah, guck mal, dann geht auch der okay. Okay, ist nicht gespannt. Sedge ist dran. Nee, er macht nichts. Okay, gut für uns. Oder auch nicht. So, wir setzen mal das kleine Ding hier. Angucken, wissen wir, wie es ist. Okay. Wenn wir daneben eine doppelte Kraft haben. War das mal da? Ben, bin gespannt. Na, im Kampf ist das Logo da oben doch okay. Ah, Mist, die Hunde. Oh, na gut. Ah, schöne Wauchen haben wir da. So. Die machen wir von hier platt. Lightning Blast!
Zack, weg ist er. Und? Können wir komplett wegmachen mit den Hunden. Ohne, dass wir was bemühen müssen, oder? Nein, da ist noch einer. Blödes Viech. Na gut, einer ist nicht so schlimm. Den machen wir mit ihm hier platt. Geh mal hier hin. Und dann greifst du da an. Einen sollten wir platt kriegen, ne? Weg. Wir können mal gucken, gegen was die stark sind. Auf jeden Fall nur noch ist er gegen stark. Okay. So, wir nehmen das nächste Dorf ein da. Hier haben wir den Hund ja schon stehen, dann können wir den anderen nächsten Hund hier irgendwo mal hinstellen. Guck mal, da ist irgendwie noch so ein Ayopai. Weil wir unten ja jetzt eigentlich gar kein Dings mehr brauchen, können wir den Hund ja auch losschicken. Und das dann ein bisschen freilegen. Ah, okay, da kommt einer. Ärgerlich. Ärgerlich, habe ich nicht gesehen. Konnte ich auch nicht, war ja im Nebel drin. Ah, jetzt werden die Hunde ein bisschen platt gemacht. Was unsere Hunde nicht komplett weg sind. Emmerich, euer Groove ist bereit. Yes. In der Tat, trotz von alten Nocken habe ich es immer noch ein Ass im Ärmel. Was könnt ihr damit tun? Ich bin in der Lage, ein Kirschenstein-Juwel zu beschwören, ein mächtiges Schutzartefakt. Deine Aura verleiht unseren Einheiten einen gewaltigen Verteidigungsbonus. Beeindruckend. Gut, brauchen wir jetzt aber nicht, denn der Hund muss leider hier oben rauf. So. Und du machst mal den mal wohl. Also überlegen, was machen am besten. So, ich würde euch ganz gerne in dieses da reingehen, aber das kann ich noch nicht, ne? Doch. Besetzen wir. Wollen wir die angucken, wir wissen, wie das Besetzen aussieht. So. Das noch mehr Einheiten, okay. Gut. Nimm mal Schild des Altmeisters. Cherry Stones, defend us! Okay. Achso, dann ist er aber weg. Na gut, macht auch nichts. So. Wie viel Schutz kriegen wir dadurch denn? Okay. Naja, das war jetzt nur einer. Das war natürlich klar. Na, der Hund ist auch weg. Okay, es geht noch. So. Gut. Da ist der Alte. Der Alte soll mal hier und da angreifen vielleicht. So. Ach komm. Blöde Pflanze. Coole Hunde eigentlich, ne? Wenn man so überlegt. So. Und jetzt müssen wir hier den Pekinier da noch irgendwie vorausbekommen. Den können wir auch da hinschicken. Kann der in das Haus reingehen. Auch unser. Gut. Frage, ob wir da lieber schon hingehen. Wir kriegen eine höhere Reichweite. Und eventuell haben wir noch ein bisschen Chancen gleich. Obwohl, das ist natürlich dumm gewesen. Ärgerlich. Obwohl. Gar nicht so dumm. So. Diesen Schutzbonus haben wir denn jetzt hier die ganze Zeit? Ich weiß gar nicht, wie lange das Ding anhält, aber es ist ja Schnuppe. So, wir müssen da oben das Ding einnehmen hier, damit wir Einheiten bauen können. Das machen wir jetzt.
Und du gehst hier vorne hin. So, wir müssen kurz platt machen. Weg mit euch! Grünes Gesindel! Den Hund lassen wir mal da stehen. Der Hund bleibt da. Ich weiß nicht, ob von hinten noch was kommen kann, ne? Das ist das Problem. Es könnte auch von hier was kommen. Das können wir jetzt nicht. Können wir jetzt gar nicht sehen. So, bleiben wir mal stehen. Zugbänden. Die wollen nichts machen. Perfekt. Dann schicken wir ihn nämlich hier rein. Und können endlich wieder ein paar Einheiten bauen. Yes. Welch günstige Fügung, dass wir auf diese alte Kaserne gestoßen sind. Wir sollten diese Gelegenheit nutzen und neue Truppen ausheben, bevor wir den Fluss überqueren. Machen wir. So, kann auch kampieren. Wir können wissen, ob da noch irgendwas hier rumsteckt. Wir gehen mal dahin. Man kann nichts sehen. Vielleicht kann er was sehen hier noch, wenn er weitergeht. Noch nicht viel mehr. Gut. Lassen wir noch ein bisschen da stehen. Das greift uns tatsächlich keiner an. Das ist natürlich ganz gut. Setzen wir auch. Kriegen wir mehr Kohle. Kohle ist ja wichtig, damit wir neue Einheiten und alles kaufen können. Greifen wir an. Also die, ich würde die am liebsten auslöschen, damit die erst gar nicht die Idee kommen, hinter uns herzulaufen. Was ja auch kein Problem ist. Also, besetzen wir. So. This should be advantageous. Gut, und hier? Guck mal, da können wir alles möglich haben. Also Kampfhündchen sind gut. Holen wir mal ein Kampfhündchen noch raus. Guck mal, da sitzt auch noch einer hinterhalt. Okay. Gut. Du, Ben. Irgendwas passiert da oben. Irgendwas passiert unten. Oh. Habt ihr schon Angst? Solltet ihr. Wirklich ein bisschen Angst. Okay, die erobern auch ein paar Sachen. Okay. Ich kann nichts sehen durch den Nebel, aber es sind viele Schritte unterwegs, wie man hört. Eieiei. Gut, sind auch welche gekommen. Ups. So, pass mal auf den Hund hier. Der haben wir hier oben rauf. Auf jeden Fall mehr sehen. Hündchen, ah, das können wir nicht. Dann machen wir erstmal ihn hier platt. This should do the trick. Das hoffe ich doch. So, ein Hündchen. Dann mal hier hingehen. Kampieren darf es auch noch. So. Dann brauchen wir, glaube ich, ein paar Ritter. So, schießen die ab. Fang meine Pfeile, werter Herr. Gut. Gut, und da unten ist noch ein Gegner, den sieht man da. Hier unten sind auch ein paar Gegner aufgetaucht, müssen wir ein bisschen aufpassen. Den Hund lassen wir trotzdem da stehen. Und sagen Zug beenden. Auch wieder Gegner, okay. Okay, auch laufende Ritter haben die. So. Berittende Ritter, berittende Gegner. Na, guck mal da. Alter, das müssen ja richtig viele sein. Ja. So.
Der Feind nähert sich aus dem Norden und dem Süden. Es wäre klug, ein paar Kampfhündchen in die nahegelegenen Berge zu schicken. Machen wir. Stimmt, damit wir die immer sehen, ne? Das ist richtig. Kampfhündchen. Ah, okay, jetzt können wir die natürlich nicht mehr sehen, das ist natürlich schlecht. Das wir natürlich anders lösen müssen. Okay, dann haben wir noch andere Gegner da oben, wie man sieht. Aber er kann uns nicht so viel anhaben. Los, meine Hündchen. Okay. Wir haben einen Hund, das heißt, einen anderen Hund schicken wir mal hier runter. Einfach nur aus der Absicht, das können wir zwar oben zwar jetzt nicht so viel sehen, das macht aber nichts. Weil über die Brücke ist mir ist noch egal. So, den lassen wir da stehen. Oh, zu Ben. Ein gruseliges Ding hier. Da. Okay, Bogenschützen sind nicht schlecht. Tut uns auch weh. Ah, doof. Gut. Oh. Lightning Blast! Na nein, nicht meine Hündchen. Scheiße. Eieieiei. Also man sieht, wie viele Gegner er hat. Richtig viele. Das ist natürlich uncool. Also wir schicken unser Hündchen auf jeden Fall hier rüber. Und den Mannequin. Natürlich ein paar Gegner erledigen hier. Schicken ihn trotzdem mal hier hin. Und machen Schild des Altmeisters. This should protect us. So. Und was kriegen wir da ein bisschen Schild schon mal in der Ecke, wenn unsere Gegner da hinkommen? So, kriegt ihr ein paar in den Rücken. Nützt uns nichts. Auch nicht so viel. So, müssen wir noch hier einen Ritter rausholen. Also einen Ritter raushauen. Damit wir ein bisschen was hier an Gegnern, an Bestützung haben hier. So, die werden drauf gehen. Müssen die platt machen. Okay, jetzt können wir den vielleicht mit dem Bogen noch wegjagen. Also, ich glaube, es reicht nicht mal, aber egal. Guck es mal an, die krebsen da rum mit super wenig in ihr Leben. Ja, ist natürlich dumm, wenn die es jetzt einnehmen, aber wir verdienen weniger Kohle. Aber irgendwie müssen wir was machen. Achso, da können sie auch gegen schießen. Natürlich doof. Boah,
Shit! Mist, gleich kann ich es einnehmen. Da genauso. Ah. Schade. Ja, ärgerlich. Nehmen Sie alles ein von uns jetzt. So, mal gucken, wie wir es hier regeln. So, mal angreifen hier. Okay. Scharf reicht das mit einem Pfeil? Ja, gut. So. Natürlich ein paar Gegner schon mal weg, das ist mal gut für uns. Mal gucken, was wir mit Hunden machen hier. Wir müssen so ein bisschen in die Berge schicken. Genau, auf jeden Fall sehen, dass ob Gegner kommen oder nicht Gegner kommen. Den schicken wir nach oben. Hier unten ist nur noch dieser eine, ne? Weiß es aber nicht. Wie weit guckt ihr denn hier? Okay. Wir sind leider ein paar Gegner killen. Gut. So, jetzt kann man ein bisschen mehr sehen da. Es war eingetaucht, da hat eine noch ein bisschen. Das macht aber nichts. Und wir müssen auch wieder... Was holen wir uns denn jetzt mal? Wir wollen uns mal ein paar Bogen schützen. Gut. Jetzt wird es nochmal ordentlich Randale geben. Denn wir werden natürlich ein bisschen einstecken müssen. Uiuiui. I have a spell for this. Okay. Oh, was ist da denn? Kleine Frösche? Ah. This should do the trick. Okay, wir dürfen natürlich. Emmerich darf natürlich nicht sterben. Ah, scheiße. Das war's. Oder auch nicht. Okay, Emmerich müssen wir jetzt beschützen, den müssen wir da wegholen. Sonst ist er ja weg und wir haben es verloren hier. Das heißt, wir müssen direkt aus der Gefahrenzone holen. Gut. So, Emmerich, du musst da weg. Aber wo will ich hinbringen? A tactical advantage. Gut, ich muss natürlich eigentlich was anderes machen hier. Oh. Ausgerechnet, das scheint der letzte der Truppe gewesen, die von hinten kommen. Okay, gut. Okay, wir besiegen die Kommandanten oder die Kaserne, oder das andere Ding. Das heißt, von hier unten kommt nichts mehr. Dann können wir das hier jetzt auch einnehmen hier. Ja. So. Auch eingenommen. Von da kommt nichts mehr, dann können wir mit dem Hund ja auch hier hoch eiern. Wir müssen versuchen, ich versuche mit ihm hier, ne? Muss ich irgendwas blockieren hier? Ich muss leider ein bisschen Schutzschild machen, damit Emmerich nicht komplett drauf geht gleich. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen irgendwie.
wird er. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es kann natürlich sein, dass der jetzt drauf geht. Aber die können ihn ja von überall angreifen eigentlich, ne? Ah, ist das ärgerlich. Ich glaube, wir kommen. Ich glaube, wir überleben den nächsten Schachzug nicht hier. Ne, das war's. Scheiße. Obwohl. Das hilft nicht mehr. Na? Das ist blöde, ne? Das ist ein bisschen blöde. Ich hoffe, wir schaffen es trotzdem irgendwie noch da heil rauszukommen. Okay, er lebt noch. Müssen wir jetzt erstmal wegschaffen hier. Ihr könnt da natürlich kampieren da. Aber dann müssen wir natürlich echt die anderen alle killen hier. Pass auf, ganz anders. Gut. Ne, der Hund bleibt da stehen. Leben wieder reingepackt. Das bringt uns nichts. Die lassen einfach da stehen als Schutzschild. Können die alle mal hochschicken? Stehen. Warte mal, können wir hier reinlaufen? Oh, was greifen wir mal an? Oh, der hat kaputt, das Ding. Ein Hündchen? Können wir ihn benutzen? Okay. Du kannst nochmal kapieren. Die Leben kriegen wir natürlich nicht, weil das Haus auch nur einen hat. Gut. Und unseren Schutzschild können wir erst nächste Runde benutzen. Gut, müssen wir beenden. Ich hoffe, es reicht trotzdem irgendwie. Natürlich scheiße, ne? Bogenschützen können wir nicht so viel machen. Ja, Pikaniere sind natürlich sehr gut gegen uns. Ah, die greifen sich alles an jetzt, ne? Aber das sollen sie auch. Im Wasser haben sie auch nicht so viel Verteidigung, was gut für uns ist. So. Gut. Mist, das machen wir jetzt. Also ihn müssen wir aus der Gefahrenzone bringen. Das heißt, wir laufen mit ihm mal hier durch den Wald. Und bringt nicht so viel. Ach, warum kampiere ich denn? Macht ja auch keinen Sinn. Na egal. Gut. Gehen wir mal davor.
Wir brauchen noch ein paar Menschen hier, die was einnehmen können. Jetzt fängt wir da. Ah, komm, Schwertkämpfer ist auch okay. Egal. Testen wir. Ah, guck mal, sind noch genug welche weggeflogen. Ja, und zu Ben. Ah, shit. Natürlich dumm, aber wir sind im Wald, da sind wir ein bisschen geschützter. This should do the trick. Ja, die Bogenschützen werden es natürlich auch ein bisschen platt machen. Aber egal. Alter. Ja, das war's. Na, könnte ich locker einnehmen. Also, wenn du zerstören könntest. Dann haben wir ein paar Gegner, die man nicht sieht, die man aber hören kann. Das ist ein großes Gebiet, ne? Muss man auch sagen. Müssen wir die Gegner klappt machen hier. So. Jetzt wenden wir mal das Blatt hier. Kann ja nicht sein, dass wir hier so schlecht aufgestellt sind. Komm hier auch rein. So. Können Sie ruhig was zurückschießen. Jetzt haben wir sie dezimiert. Da oben sitzen auch noch welche. Gut, noch mehr Bogenschützen da oben. Aber dann haben wir mit dem Hund zumindest schon mal eine kleine Sicht wieder hier. So, besser vom Wald aus angreifen. Weniger Schaden, wenn es zurückgehen soll. Tja. Von wo wir angreifen. So oder so wird er tot sein. Gut. So, ihn schicken wir mal hier. Ups. Schicken wir mal hier hin zum Kampieren. Und was können wir noch bauen hier? Schauen wir mal einen Ritter. Und wird schön schnell und wendig. Ihn hier müssen natürlich ein bisschen aufpassen. Da kann natürlich sein, dass er jetzt ein bisschen drauf geht da. Wenn ich hoffen wollen. So, aber warten wir mal. Gut. Bin ich gespannt. Ah, von der Seite ist natürlich fies. Oh! I have a spell for this. Die müssen wir irgendwo hinbringen, dass er wieder repariert wird, ne? Repariert wird vor allen Dingen. Also wild. Oh, Pikeniere, scheiße. Okay. Wir sind zwar ein bisschen geschützt, aber so geschützt sind wir auch nicht, leider. Hm. Okay, da kommen noch ein paar. Da oben sieht man ja auch, da kann er auch weitere Leute rekrutieren und bauen. Warte mal. Die nicht platt machen ein bisschen? Müssen wir sie angreifen. So. Er muss auf jeden Fall fliehen hier. Flieht am besten mal hier rüber.
So, und dann müssen wir hier... Okay, das ist nicht blöd. Da sind die, sitzen die Grünen, ja? Kann ich hier runtergehen? Ja. Kann ich nicht mehr angreifen jetzt. Oder den hier vielleicht? Auch nicht. Macht aber nichts, wir können uns aber dazwischen stellen. Dass die irgendwie nicht da durchkommen. Ach, ich kann ihn angreifen. Dann machen wir das Latt. Bin ich schon mal weg. So, dann brauchen wir hier noch ein paar. So, dann picken wir. Können nicht so viel machen hier. Die können wir natürlich platt machen. Los geht's! Jetzt so oder so drauf gehen, ne? Oben sieht es besser aus. Greifen wir mal an. Ein paar können wir ja platt machen. Nicht viele, aber ein paar. Hauen ganz gut zu. Ja, haben wir noch den Hund. Setzen wir den Hund einfach mal gleich auf den Berg irgendwo. Da oben schon mal das Dorf. Hier können wir nicht machen, aber jedenfalls ist unser Typ hier geschützt. Das ist das Wichtigste. Und der Rest wird sich geben. Glaube ich zumindest. Ja. Sollen die uns doch etwas killen? Wir schlagen mit doppelter Wucht zurück. Oder auch nicht. Eieiei. Ja, stecken ein bisschen was ein, ne? Brauchen wir noch mal ein, zwei Hunde vielleicht. Denn jetzt haben wir gleich keine Sicht mehr. Gut. So. Das besetzen wir kurz. Dann gehört uns das zumindest. Der Hund, kann man hier auf den Berg gehen, dann können wir ein bisschen was sehen. Okay. So, heilen wir mal ein bisschen. Nicht gerade viel, oder was soll's? Man kann nicht kaufen, aber wir können ein Kampfhündchen holen. Nochmal dahin. Auch für irgendwas Praktisches. Können wir nach oben laufen. Schade. Ja, viel angreifen konnten wir jetzt nicht. Aber wir haben uns ein bisschen besser aufgestellt. Ist auch dumm aus dem Wasser um zu greifen eigentlich, aber naja, vielleicht auch nicht. Die Gegner sind auch leider sehr schwach. Ah, scheiße. Warum wollen die immer meine Hündchen killen? Ah, guck mal, einer ist er noch. Zack, da schnappt er nochmal zu. Okay. So, ihr blöden Viecher. Die jaulen so wie Hunde, ne? Das ist eigentlich ganz witzig.
Brauchen wir noch hier? Noch ein. Genier nehmen wir noch mit. So, kriegt auch was ab. Haben natürlich auch nicht Schutz da oben, muss ich zugeben. Aber so können wir ihn ein bisschen dezimieren und mein Hündchen kann ihn den Rest. Nee, kann er nicht. Shit. Ach, ist ja auch nur einer. Hm. Komm hier da mal. Vielleicht hat er wieder ein paar mehr. So, hier unten ist ja eigentlich nichts mehr. Ich könnte den Hund auch wegschicken. Schicken wir mal darüber. Denn da kommen ja keine Gegner mehr. Zugbetten. Das war eine sehr lange Runde, würde ich sagen. Naja, macht's ruhig kaputt, ihr Schweine. Hey, schnappt da nochmal zu. Oh, das war's leider mit meinem Hündchen jetzt. Ich glaub, das überlebt er nicht. Nee, schade. Gut. Jetzt konzentrieren sie sich da oben drauf ein bisschen. Wenn nicht schlimm ist. So. Gut, wir müssen irgendwie überlegen, was wir hier machen. Die machen wir jetzt mal platt. Denn da sind leider, habe ich gesehen, Pikaniere. Die werden natürlich mich gleich angreifen. Dann will ich mich schon vorher ein bisschen dezimieren. Das hinkriegen. Prozent, 100%. Okay, was passiert, wenn ich von euch hier angreife? Schon besser. Hilfe, warum habe ich denn hier so wenig? Okay. Ich greife lieber den an. Ah, okay. Setzen wir gleich mal wieder. Angucken. Die Kampfanimation kann man im Menü eigentlich auch ausstellen, wenn man will. Wenn man jetzt nicht darauf so steht, auf diese Kampf. Ich kann auch angreifen. Ich greife hier oben an. Aber warum soll man die ausstellen? Also warum soll man das ausstellen? Ich finde es immer ganz nett, das nochmal zu sehen, so ein bisschen. Natürlich bei längeren Kämpfen kann man es auch ausstellen, damit man nicht die ganze Zeit genervt wird davon. So, wer ist da? Können wir ihn doch auch hier immer hochjagen, oder? So, dezimieren wir so ein bisschen da oben. Und. Die müssen wir leider hinterher schicken, irgendwie. Wieder 100%, ne? Kannst du wieder in den Kampf einsteigen. Okay. Wir haben sie ein bisschen klein bekommen, aber es fehlt noch etwas, ne? Es fehlt natürlich noch etwas. Wir müssen natürlich ein bisschen mehr schaffen. Ach nö, meine schönen. Oh, meine schönen Bogenschützen. Hat das Setch selber? Heieiei! Okay. Das ist ein bisschen hart, wie man gerade sieht. So, jetzt kriegt er aber was zurück. So. Na. Echt wahr? Gut. Hingehen und Hinterhalt von hinten, meine ich. Also, wie man es macht. Boah, überlebt nicht noch. Die Drecksau. Er macht nichts. Ja, dann machen wir doch lieber einen platt hier. Bevor wir da was riskieren, schießen wir das mal ab. Wir können auch hier gleich mal nochmal einen Ritter rausschicken. Und
an hier. Ein bisschen weniger Büschchen sind, die wir angreifen müssen. So. Ja, das macht mir nichts. Schon scheiße, aber... Hauptsache, du kommst weg. Ah, das... Ich glaube, der behält mir sogar noch ein bisschen Energie, oder? Oh, Akku ist an. So wenig? Echt jetzt? So. Die Hunde wird's... Die Hunde müssen es hier richten. Die Hunde müssen es richten. Gut. Gut. Da oben sind noch ein paar Gegner. Schicken wir schon mal da hoch. Halt! So. Jetzt sehen wir schon besser aufgestellt aus, ne? Es sah ja am Anfang wirklich aus, ob wir verlieren würden. Und jetzt langsam kommt's. Okay, die haben wir immer noch, die kleinen Frösche. Aber das ist. Da kommt Sledge. Der Sedge und macht uns alle. Hey, er ist auch ein fieser Meuchelmörder, oder? Alter, wie stark diese Hunde bitte sind. Oder diese, ja, diese mächtigen Hunde. Das ist schon fies. Gut. Lassen ihn noch hier stehen, damit er angreifen kann. Wie weit kann er dann angreifen hier? Ihn kann er nicht erreichen, das ist schon mal gut. 7% ist natürlich nicht viel. Machen wir aber trotzdem. Jeder Energiepunkt ist gut, der weg ist. 18 und dann geht 47 zurück. Machen wir trotzdem. Echt fies, oder? Die müssen wir leider platt machen. Hunde im Wasser und weg. Die verschwinden nicht, ne? Irgendwie in der Animation. Lustig. Nee, warte mal. Ja, kann man nicht so viel Schaden mitmachen. So, was können wir denn für jemanden hier rausholen noch? Wir holen noch mal so ein paar Ritter raus. Und... Wir müssen leider ein paar platt machen hier, sonst wird das nichts. Leider sind die Pikaniere da oben und werden die gleich töten, aber da kommen wir nicht drum herum. Oh, warte mal, können wir mit dem Hund hier echt das Ding angreifen? Aber viel kriegen wir nicht, okay. Ich glaube, wir müssen die Burg oben einfach zu zerstören, bevor wir ihn da unten gekillt bekommen. Das ist, glaube ich, einfacher, die Burg zu zerstören. Okay, warten wir es ab. Wir warten es ab. Was kann ich im Lied noch eingreifen? Ja? Machen wir. Ja. Okay. 1-1. Gewinnen. Oh, der meuchelte sich hier durch die Gegend. Zack und weg sind sie alle. Okay, der wird uns alle töten. Nach und nach. Wir müssen uns beeilen. Und irgendwie das besser vorbereiten, beziehungsweise besser schaffen. Ja, das war's.
Na, du wirst, da werde ich, glaube ich, keine Chance haben. I have a spell for this. Okay. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen hier reorganisieren, würde ich sagen. So, Hündchen, beiß den mal weg. Naja, muss ein bisschen angreifen mit ihm. Einfach damit wir noch eine Chance kriegen. Wir müssen ja oben das scheiß Burg zerstören von ihm. Damit wir, ich glaube, gegen den Sedge selber zu kämpfen ist zu verrückt. Na, nicht zu verrückt ist es nicht, aber zu nervig. Tja. Gut. Und wir holen uns einfach noch ein Kampfhündchen. So, du Ben. Kriegen natürlich auch immer Kohle da oben, deswegen müssten wir eigentlich die Dörfer von denen wegmachen, damit die kein Geld mehr bekommen. Den Geldhahn sozusagen zudrehen. Na, guck mal. Na, da ist schon wieder Sedge und killt jetzt unsere Leute. Ah, das ist ein ganz schön langes Let's Play gerade, wie ich gerade merke. Aber das ist auch eine lange Kampagne, muss man sagen. So. Zack. Und jetzt doch bereit, mal richtig loszulegen. Okay, jetzt ist es natürlich nicht so schwer gewesen. Okay, da ist Sedge. Ein bisschen aufpassen. So, wie man sieht, sind da noch Gegner, da noch Gegner, unten ist ein Gegner. Aber ich muss so schnell, wie er kommt. Also noch ein Ritter. Schnell hochkommt gleich. Ben. So. Eigentlich sind wir ein bisschen geschützter, was bringt denn uns nicht so viel? Ah, die Hunde sind weg. Kann ich machen, okay. So, jetzt sind wir wieder dran. So, die Hunde sind auch weg. Hat er sich schön für teuer Geld gekauft und wir hauen sie gleich in die Flucht. Dezimieren wir auch mal kurz. Das greife ich kurz an. Müssen wir wieder platt machen. Gleich schon. Oh, fast. Ärgerlich, fast. Okay.
So, haben wir noch erledigt. Hier noch. Noch irgendwas hier zu Leben erwecken, wenn wir schon hier sind? Ja, ne? Gucken wir uns noch was. Was haben wir noch? Oh, noch ein Ritter. So, mehr können wir aber auch nicht bewegen hier. Okay. Okay, er greift jetzt unsere Dörfer an. Soll er machen, mir egal. Müssen wir irgendwas schaffen hier einfach auf. Wir sind natürlich ein bisschen geschützt im Wald. Aber jedenfalls können wir sie klein machen. Zack. Blöde Ktöln, ey. So. Lightning Blast! Glaubt ihr, dass Sash diese einfach geschlagen gibt? Oh. Sir, die Jagd ist noch nicht vorbei. Sash will cut you. Sash sieht euch, Sash ist niemals weit und wenn ihr am wenigsten damit rechnet, dann wird Sash euch holen. Sash, da seid ihr. Mhm. Wer sind diese Fremden? Wer sind Invasoren? Menschen, die den Finsterwald vernichten wollen. Sash hat sie geschnappt, Sash hat sie besiegt. Gründaum braucht sich keine Sorgen zu machen. Sie sind bald tot. Gründaum? Der König der Floraner? Okay. Gut zu wissen. Boah, guck mal, das war echt schlecht. Also das war echt eine schlechte Mission, die wir gemacht haben. Aber wir haben es geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Huch, guck mal, es gibt sich zwei Wege diesmal. Du hast den Codex der Floraner freigeschaltet. Gut, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.